Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten DayZ-Video auf Spotgames TV. Ja, F9 ist jetzt eine neue Animation. Ich habe gerade, ich habe nämlich die Aufnahmetaste auf F9 gedrückt und dann macht er so ein Dingszeichen, dass er mal leise sein soll. Finde ich sehr cool, aber ich denke, ich muss mal demnächst die Aufnahmetaste woanders hinlegen. Aber naja, ist jetzt unwichtig. Ich bin mit meinem letzten Charakter gestorben, habe jetzt einen neuen, bin auch gestern ein bisschen über die Runden gekommen, habe zum Beispiel einen richtig guten Rucksack, eine Riders Jacket, eine Blaze 95 Double Rifle, etwas zu essen, Summer Hunter Pants und natürlich auch noch etwas im Rucksack, darunter diverse Kugeln und ein Stift und ein Zettel. Es gibt nämlich eine, das wollte ich nämlich mal machen, sobald ich Munition finde. Ich werde Leichen diesen Zettel hier zu stecken, wenn man den dann liest, lesen die das hier. Und das dann zum Beispiel dann halt, sagen wir mal, direkt erschießen. Aber das Problem bei mir ist jetzt, ich habe zwar diese Blaze Double Rifle, aber leider gar keine Munition für die. Deshalb müssen wir jetzt gucken, dass wir auf, wir sind jetzt nämlich gerade auf dem Airstrip. Ich kann es vielleicht einblenden mal ganz kurz, wo wir jetzt sind. Airstrip ist ganz oben rechts. Das ist eine der wenigsten. Es gibt insgesamt auf der Map Chernarus ja drei Airstrips. Das Balota Airstrip und das Airfield. Und dann halt das Airstrip und das ist halt eines davon denen. Ja, ich werde jetzt halt versuchen, ein bisschen Zeug zu sammeln. Ja. Die Folge wird jetzt ungeschnitten sein. Ich möchte auch gerne so eine Abstimmung machen, wie ich das am besten machen soll, ob ich halt wirklich alles zeige in der DayZ-Folge oder ob ich halt wirklich nur, sag mal, das zeige, wie ich jemanden töte, alles mögliche. Naja, würde ich gerne so eine Abstimmung machen. Die Folge wird jetzt erstmal so ungeschnitten sein, damit ihr so ein Beispiel kriegt, wie ich das machen möchte. Naja. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, warum das Spiel leckt, das liegt, das hat einen folgenden Grund. Es ist eine Alpha, wenn ihr für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, so was DayZ ist, es ist eine Alpha und es leckt eigentlich auf jedem, naja, auf High-End-PCs jetzt nicht, ich habe jetzt ja keinen High-End-PC, aber sagen wir mal, auf selbst auf Gaming-PCs wie meinen leckt das Spiel. Und das ist, da kann man halt wirklich nichts machen, das ist jetzt eigentlich bei jedem so. Das habe ich halt rausgefunden, da ich auch wirklich diverse Kumpels gefragt habe. Und die haben gesagt, die hätten dasselbe Problem. Hier ist ein Green T-Shirt. Mal sehen, ich denke, das brauchen wir höchstens um... Machen wir mal Rex draus. Und mit den Rex können wir dann eh später, wenn wir noch Ästchen oder so haben, ein Feuer machen. Okay, das sind Schüsse. Das sind Schüsse. Auf jeden Fall, ich habe gerade Schüsse gehört. Die Kameras der... Jetzt mal so ein bisschen gucken, vielleicht. Oh, das ist ein Fight. Das ist ein Fight. Aber leider sehe ich jetzt nicht die Personen. Doch, einen sehe ich, glaube ich, da hinten. Das Ding, was sich da bewegt, da ist, glaube ich, eine. Auf jeden Fall beschießen die sich gerade gegenseitig. Zumindest ist gerade ein schlechter Zeitpunkt für mich, weil ich, sagen wir mal, zwar Waffen habe, aber keine Munition. Und somit würde ich ja gerne mitmischen, aber es geht leider nicht. Search for Berries, dann gucken wir jetzt erstmal hier nach Beeren. Finden wir vielleicht ein paar Beeren. Natürlich immer nie die Leute aus dem Auge verlieren, weil die werden wahrscheinlich, wenn die schon auf sich schießen, werden sie wahrscheinlich nicht gerade freundlich sein. Die scheinen auch gerade in der Stadt zu sein, die ich eigentlich looten wollte, von daher ist es jetzt ziemlich unpassend und auch ziemlich blöd für mich jetzt. Außer einer stirbt und der andere verschwindet, dann habe ich vielleicht noch eine Chance, alles zu looten, aber ja. Oh, my leg is in pain und Zombies surfen nicht. Ja, das wusste ich auch schon nicht. Wusste ich auch schon, dass sie nicht surfen können. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Typen vielleicht irgendwie sehe. Die scheinen unten im Dorf zu sein.
So wie ich hier jetzt zumindest die Schüsse gehört habe. Jetzt ein bisschen zurück, halt ein bisschen Abstand, dann können wir, ich gehe jetzt, das ist ja noch nicht Krasnostav, ich werde wahrscheinlich jetzt nach Krasnostav gehen. Krasnostav, wer das nicht weiß, das ist die Stadt ganz, die Stadt, die ihr wahrscheinlich eben gerade in der eingeblendeten Map gesehen habt, die ist etwas weiter oben, ist aber auch eine direkte Stadt, die ans Airfield angrenzt, und das waren halt wirklich jetzt noch so ein paar Häuser, die ich jetzt hier quasi gerade so gelootet habe, die Scheune und so. Ja, ich werde Daisy auch nicht alleine let's playen, es ist, oh. Oh. Die Spitzhacke schnell aufheben. Dann kann ich. So, jetzt habe ich die Spitzhacke. Was für den für die Starthilfe könnt ihr den Service der Blue Helmets nutzen? Hey, wie süß. Als soweit ich auch mitbekommen habe, sollen Fahrzeuge die nächsten Monat folgen. Und ab Oktober möchte ich gerne Livestreams machen. Scheiße, der ist hier. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, die sind direkt hier. Ist jetzt auf mich der Typ oder? Das passt ja, ist ja schon mal super. Ich wollte nur ein bisschen looten gehen und lande direkt in einem Feuergefecht. Ein bisschen in den Busch, verstecke ich mich da drin. Mehr wie verstecken kann ich eh nicht machen. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen warten, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Dann können wir vielleicht nochmal rausgehen und gucken, ob wir wieder nicht erschossen werden. So wie sich das angehört hat, sind die vielleicht höchstens 100 Meter neben mir. Aber... ich bin jetzt wirklich, habe jetzt wirklich echt Pech gehabt. Jetzt ist jetzt, wenn ich jetzt das überlebe, ja klasse, jetzt hat mein Charakter auch noch Hunger. Immer Hunger zu den beschissensten Zeitpunkten. Okay. Jetzt sind die, kommen die Schüsse auf einmal von da hinten. Guck mal, vielleicht habe ich irgendwie eine Möglichkeit. Also ich weiß, dass die Schüsse eben gerade aus diesem Wald hier kamen, da wo ich auch eben gerade mich eingeloggt habe. Ich würde wahrscheinlich schätzen, dass sich da ein paar verkämmt haben, aber ich will nicht nachgucken, weil wenn ich jetzt direkt in ihre Schusslaufbahn komme, drücken die ab. Die sind auf jeden Fall feindlich, sonst hätten die ja nicht aufeinander geschossen. Krassisch. Jetzt so, ich leg mich hin. Guck ich mal. Die scheinen. Also sehen, vielleicht kann ich den einen mit einer Spitzhacke. Da oben rennt einer. Das ist jetzt echt scheiße. Sehe ich den vielleicht irgendwo noch? Den habe ich auf jeden Fall oben einen laufen sehen. Die scheinen aber auch gute Bewaffnung zu haben. Wenn ich habe M16 habe ich rausgehört und MP5. Oder diese MP-Waffe, die jetzt seit neuestem mit drin ist. Ich werde es mal riskieren, jetzt zu dem Baum da hinten zu rennen und mich gleich wieder hinzulegen. Okay, 3. Ich sehe keine Person, also können wir es riskieren. 3, 2, 1. Renn jetzt, du doch, oh, du Axt, gut.
Typen müssten irgendwo da oben hocken. Essen möchte ich echt bei dieser Situation ungern, dann hört man mich. Scheiße, dass unser Atem einfach nur so laut ist, ey. Heilige Kacke, das sind zwei Leute. Einen habe ich nach links verschwinden sehen. Er weiß, wo er hin ist. Ich würde mal schätzen, der ist nach Krasnostav gelaufen. Drei Leute, ne? Also das ist natürlich jetzt richtig Kacke. Da hinten ist noch einer. Wo rennt der hin? Verdammt, Alter. Vielleicht stirbt irgendwie einer von denen, dann kann ich denen das Zeug wegschnappen zumindest. Ein paar Kugeln würden mir reichen, dann könnte ich mitmischen, aber ich habe echt, wenn man hier sieht, ich habe echt für diese Waffe überhaupt keine Munition. Also ich bin quasi, ich kann jetzt nur beten, dass ich den Kampf jetzt hier überlebe, aber es sieht wahrscheinlich so aus, weil die haben sich jetzt weiter nach links verzogen. Ich will jetzt auch ein bisschen gucken, dass ich denen vielleicht nahe komme, vielleicht stirbt einer von denen und der andere ist abgelenkt, dann kann ich mich vielleicht auch einen mit meiner Spitzhacke ein bisschen verteidigen. Aber freundlich sind die hundertprozentig nicht, wenn sie schon aufeinander schießen. Ja, ich höre Ballern, aber ganz, ganz weit weg sind die. Ich guck mal, vielleicht liegt hier einer von denen und dann kann ich denen vielleicht, wenn ich die Spitzhacke noch habe, also wenn ich die kann ich ihn vielleicht mit der Spitzhacke eins überbraten. Oben habe ich einen gesehen.